ihren kleinen Strampelanzügen, ne? Junge, Junge. Komm schon. Eine Zeit lang die Position halten, das ist ja geil. Richtig. Also jetzt hauen sie nochmal die miesesten Ideen raus, oder? Ja, was soll ich denn noch hacken, Alter? Ich bin Geheimagent und nicht hier die Hackmaus, Alter. Mach das doch selber einfach. Alter, wie viele Gegner jetzt schon wieder kommen. Moonraker 2, sag mal, wie oft haben wir das jetzt schon gehört? Moonraker 2, Astrophysik. Ist voll geil, wie sie hinter diesem Geländer, was einfach... Das ist schwach. Alter, wenn ich jetzt sterbe, dann heul ich. Leck mich on the ass, Alter! Hau ab! Stirb bitte! Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Da, die Raumfähre! Wir können es noch schaffen! Wir müssen zur Raumfähre! James, erledige sie! Ich bin selber gestorben. Nein! Rein! Kannst du damit oben auf der Startrampe landen? Hoffentlich. Oh mein Gott. Noch mehr, kein Aufzug. Tu es nicht, Junge. Was haben die für eine... Was ist das? Eine Pulskanone, Alter. Hoffentlich klappt das mit dem Fliegen bei dem hier besser. Na los, schnell! Da, die Piloten sind da drüben beim Cockpit. Scan ungültig. Dann tun wir's.
Was? Jetzt hier und gleich? Nee. Erstmal wegfliegen hier. Ich schätze, du weißt noch, wie man sowas startet. Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nie. Na bitte! 3. Willkommen an Bord Ihres neuen Zuhause. Hier in der unbefleckten Wiege des Himmels werden wir eine neue Superrasse erschaffen. Eine Rasse physisch perfekter Menschen. Bestätigt die Lasermarkierung des Ziels. Tana, kommen. Born eines Tages. Was tun Sie auf dieser Frequenz? Zur Erde zurückgehen. Ich bin bei Dr. Goodhead. Tana, hier ist Holly Goodhead. Bitte kontaktieren Sie Felix Leiter. Er soll Operation Stahlhimmel einleiten. Aber... Tana, tun Sie es. Vertrauen Sie mir. Automatischer Andockvorgang aktiviert. Sie werden in den Himmel blicken und wissen, dass im Universum Recht und Ordnung herrschen. Und dass es einen Gott im Himmel gibt. Wir müssen den Giftkapselkontrollraum finden und den Abschuss stoppen. Wir müssen hier durchkommen, ohne Alarm auszulösen. Vorsichtig, James. Sie dürfen uns nicht entdecken. Okay. Du musst mir einen Weg freimachen. James, schalte sie leise. Sieh mir das mal an. Ich komme und gebe Deckung. Scheiße. Nein, Mann, ey, immer diese Abschnitte ohne Alarm, Alter, ich kann das doch nicht, ich kann's nicht. Das ist doch scheiße, Mann. Wir müssen den Giftkapselkontrollraum finden und den Abschuss stoppen. Wir müssen hier durchkommen, ohne Alarm auszulösen. Vorsichtig, James, Sie dürfen uns nicht entdecken. Du musst mir einen Weg freimachen. James... Schalte sie leise aus. Okay. Mieser Schuss, oder? Der war nicht schlecht. Verriegelt. Warte. Okay, jetzt ist sie entriegelt. Oh oh. Ich will mir da noch was ansehen. Nein! Nein! Boah, Alter, ich bin so bescheuert. Das war einfach nur eine knappe Kiste, Jungs. Das war echt knapp jetzt. Vorher so geil geschossen, über 55 Meter oder so. Und jetzt voll verkackt. Gibt's doch nicht. Willst du sterben?
Eindringling! Ein Eindringling! Ein Eindringling! Boah, bitte lass mich alles von vorne machen, das wäre jetzt super geil. Fuck, Alter. Jetzt hängt's schon wieder, das Spiel. Wahnsinn. Ey, Alter, habe ich keine Waffe mehr oder was? Unbewaffnet, ja. Okay, nochmal die ganze Scheiße, ey. Ich habe keinen Bock mehr langsam. Okay, machen wir es eben mal diesmal so. So, du wirst auch sicherheitshalber mal. Ich sehe mir das mal an. Ey, das ist doch... Schalte jetzt einfach jeden aus. Es ist einfach. Hilfe! Wachen! Wachen! Da ist er! Schnauze! So, weil ich jetzt extrem angepisst bin, kriegt er auch noch eins drauf. Scheiß Schleicherei hier immer. Oh, like Felix, Junge. Spring auch gleich runter. Ich versuche die Sicherheit zu umgehen. Okay, versuch die Tür geht zu öffnen. Aber schnell. Ready, Junge? Und losspringen. Okay, das geht leider nicht.